Quark von Pizzasachen. Aber ohne Boden geht's halt nicht, ne? Mir kommt der vor wie so ein Pizzaboden. So ein leckerer Boden, ne? Und da steht Folgendes: Ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen. Davor hat er nun gesagt? Nein. In meiner Predigt, im Morgen. Okay. Heute Morgen war ein anderer. Sondern zu erfüllen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dann erhob sich irgendwie so ein Schleier. Ja? Und ich dachte, was ist denn bitte schön Gesetz und Propheten? Und nach meinem momentanen Verständnis ist das einfach alles das, was im Alten Testament steht. Das ist für mich Gesetz und Propheten. Also alles, was die da gelauert haben und alle 10 Gebote und auch alle Reinigungsgesetze und alles, alles. Das, wo unser eins gar nicht dahinter kommt. Die ganzen Reinigungsgesetze, das ist ein Riesenpaket, das schneidet er gar nicht, oder? Esther, jawohl. So, und dann sagt Jesus, das ist nicht aufgelöst. Und ich bin auch gar nicht gekommen, um das aufzulösen. Das hat mich erhellt. Weil normalerweise, ne, freuen wir ja uns, dass wir da jetzt nicht mehr so viel uns damit beschäftigen müssen. Denken wir, sagen wir auf jeden Fall. Weil, puh, aus der Nummer sind wir ja zum Glück raus, weil Jesus ist ja für uns. Sozusagen die Reinigung für alles und sonstiges. Aber komischerweise sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, und das sollte ich meinen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und ich glaube, in dem zweiten Teil ist ein bisschen Lösung drin. Ich glaube, im zweiten Teil ist ein bisschen die Lösung drin. Ich überlege jetzt gerade mal, ich versuche mich mal so ein bisschen in Schwierigkeiten zu reden. Also stell dir vor, ich sage zu meinen Kindern, also beachtet bitte, ist natürlich ein ganz schlechtes Beispiel, aber beachtet bitte, wenn ihr euch wascht, fangt von da oben an bis zu eurem Fußnägel. Und guckt, dass ihr an allem vorbeikommt mit eurem Waschen. Das ist Papas Gesetz. Matthäus 5,17. Ja? So, warum sagt der Papa das? Damit ihr von der Haarspitze bis zum Fußnagel absolut clean seid. Absolut clean. Das ist das Beste für euch. Achtet darauf. Haare, Öhrchen, hinterm Öhrchen, vorm Öhrchen. Ne? Ne? Etc. 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 So, sagen wir mal, das wäre jetzt sozusagen das Gesetz. Ich jetzt weiß nicht, ob ich damit mit diesem Beispiel wirklich jetzt zum Ergebnis komme, aber ich versuche es mal. Man muss Wege gehen, auch wenn man nachher dann in der Sackgasse ist. Man muss Wege gehen. Also lass mich überlegen, wie kann man das jetzt weiterspinnen? So, jetzt kommt auf einmal, jetzt haben wir auf einmal so ein komisches Teil, da muss man sich nicht mehr ausziehen, da muss man nicht mehr unter die Dusche gehen. Das ist sozusagen so ein futuristisches Körperreinigungsgerät. Da wird man auch nicht mehr nass bei. Sondern das ist so ein futuristisches, ne? Können wir uns vorstellen, wie das an Fiction-Fans und so, ist gleich kein Thema. So, das heißt, sagen wir mal wie die Mondbewohner, bevor die nämlich aus dieser Kapsel raus dürfen, wenn die unten wieder sind, also nicht die Mondbewohner, sondern die Mondfahrer, dann dürfen die noch lange nicht nach Hause. Die müssen erst in so einem Raum und dann werden die ich nehme jetzt einfach meine Begriffe, dann werden die entmagnetisiert. Also, andere Begriffe in Wirklichkeit, ne? Da werden Mikroben und alles wird an denen abgetötet und alles. Das geht bis in die Poren rein, bis überall. Und stell dir vor, ich habe jetzt zu Hause auf einmal eine neue futuristische Tür. Das heißt, du gehst zwar noch ins Badezimmer, aber bevor du schon richtig drin bist, bist du schon total sauber. Die Zahnärzte, die haben doch diese Geräte, wo sie ihr Besteck da reinzumachen. Du weißt, wovon ich rede. Sehr schön. Okay, also das Beispiel könnte jetzt funktionieren. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie es weitergeht. So. Und jetzt stelle ich mich dahin und sage, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz, was ich euch da vorgegeben habe, aufzulösen. Ich möchte immer noch, dass ihr total sauber seid. Sondern ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, damit ihr dann auch wirklich sauber seid. Könnt
ihr mir folgen. Wir kriegen das hin, ich liebe es schon. Ich bin schon total, ich bin schon happy über das Beispiel. Ich bin so richtig happy. Mach den Tee, Mädchen. Lecker. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe zwar auf der einen Seite die Wasserdusche und deine Selbstreinigung, habe ich zwar gesagt, brauchst du nicht mehr. Aber ich habe nicht gesagt, dass du keine Reinigung mehr brauchst. Das Gesetz bleibt, ich möchte, dass du total rein bist. Aber diesmal gehst du nicht unter die Dusche, sondern ich bin die Tür. Und wenn du da durchgehst, bist du schon rein. Warum? Einfach, weil ich es gesagt habe. Ihr seid schon rein um meines Wortes willen. Einfach, weil ich sage. Das heißt, die Reinigung, das Gesetz und die Propheten wird immer noch absolut gefordert. Es ist nichts aufgelöst. Nichts. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, diese neue Tür, diese futuristische Tür, diese Tür, die Jesus selber ist. Ich bin nicht gekommen, damit ihr euch nicht mehr reinigt, sondern ich bin die Reinigung, indem ihr mit mir zusammenlebt, durch mich hindurchgeht, mit mir, in mir seid. Das heißt, die Reinigung, die ich vorher propagiert habe zu meinen Kindern, von der Arschbitte bis zum Zehen, die will ich immer noch haben. Das ganze Alte Testament gilt noch. Alles gilt noch. Jedes Gesetz bis zum letzten I-Punkt gilt noch. Da wird nichts von aufgelöst. Aber diesmal ist es so, nicht mehr du gehst los, um dich zu reinigen, sondern ich bin die Tür. Und wer durch mich hindurchgeht, wird Heimat finden. Reinigung. Erneuerung, Erlösung, alles. So würde ich diese Bibelstelle verstehen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nein, alle Gesetze gelten noch. Absolute Reinigung. Jedes Gesetz des Alten Bundes gilt noch. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Gilt alles noch. Ich bin der, der dich befreien wird aus deinem persönlichen Ägyptenland. Ich bin der Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat oder führen wird, je nachdem, wo du gerade stehst. Jedes Gesetz und jedes kleinste Reinigungsgesetz bleibt bestehen. Christus ist die Erfüllung. Können wir gemeinsam Abend zu sagen? Oder hört jemand nicht? Gut. Amen. Macht euch ein Teekinder schön. Deiner